Ja, hallo, lieben Christian Schimmer, Pathologe, Beziehungscoach, Psychologe. Ja, wir beantworten mal wieder eine Datingfrage. Wenn du auch solche Fragen hast, kannst du über ein Formular auf liebeschipp.de stellen. Da findest du auch meine hervorragenden Kurse. Kleine Ankündigung, wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ihr das über einen Podcast hört. Also auf YouTube gibt es ja die Möglichkeit, hier, dass YouTube der Werbung einspielt, wo ein bisschen was übrig bleibt. Und Podcast habe ich jetzt auch einen wahrscheinlich Anbieter gefunden, der das ein bisschen mitträgt. Und nur, dass euch nicht wundert, wenn er auf einmal, aber es betrifft nur den Podcast, also diesen Podcast hier, liebische Podcast. Aber gut, wir haben hier eine Frage zur Polarität. Anschluss an die Mail von gestern von einem Mann. Hallo Christian, in Bezug auf dein heutiges Video zur Polarität habe ich eine Frage zu meinen letzten zu meiner letzten Dating-Situation. Wir waren beide in den 30ern, haben uns 3 bis 4 Mal gedatet, nachdem ich die Reißleine gezogen hat. Also ich kann schon mal gleich sagen, wenn man nach 3 bis 4 Dates, ja, du findest jemanden hot und nach 3 bis 4 Dates stellst du fest, das ist eigentlich nichts für mich, das ist super. Also wirklich, wenn du da sozusagen, obwohl jemand vielleicht für dich hot ist, und ich vermute mal, du hättest mir nicht geschrieben, wenn du sie nicht hot finden würdest, dann zu sagen, hey, das ist nichts für mich, das ist okay. Also 3 Dates brauchen wir auch schon mal so, ne? Also von daher erstmal alles gut. Es gab Bettsport beim 3. Date, sie machte deutlich, dass es für sie klar Richtung Beziehung gehen sollte. Ja, denk mal erstmal, alles wunderbar. Aber jetzt kommen die Probleme natürlich wie bei diesen Mails. Sie dürfen aber auch gern Erfolgsstorys schreiben übrigens. Aber ich weiß ja, wie es ist, wenn man Erfolg hat, dann ja, genießt man den Erfolg. Und ja, bist auch froh, dass man die Thema so ein bisschen los ist. Aber ich freue mich natürlich trotzdem immer über Erfolgsstorys, ja. Genau. Also erstes Problem, sie erzählte, dass sie wöchentlich mit ihrer Ex-Affäre zum Sport gehe. Sie wollte mehr von ihm, er nicht. Gut, jetzt kann man das auf 2 Arten sehen. Ich will ja fair bleiben. Jetzt kann man sagen, ey, sie ist fair. Ich versuche jetzt mal zum Beispiel, also sie sagt so, mein Gott, ich war Single, ich war niemandem Rechenschaft schuldig, was absolut richtig ist. Jetzt kommst du in mein Leben rein. So sieht mein Leben gerade aus. Was machen wir jetzt damit? Das würde ich völlig fair finden, weil du kannst nicht, wenn du Single bist, dann kannst du nicht schon überlegen, okay, was für ein Problem haben wir jetzt, wenn ich jetzt in eine Beziehung reinkomme, wenn das vor allen Dingen, ist ja jetzt nichts Verbotenes, was sie da macht. Also so könnte man es sehen. Die andere Art ist, es ist jetzt aber nur meine ganz persönliche Meinung, weil die vielleicht wolltet ihr ja hören. Schreibt es auch gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Wenn schon solche komischen Sachen auf frühen Dates thematisiert werden, wie weiß ich nicht, ich mache noch eher was mit irgendwelchen Ex-Affären oder keine Ahnung, ich mache in meiner Freizeit, nicht, dass jetzt irgendwas falsch dran wäre, aber ich mache in meiner Freizeit mache ich übrigens Erotikfilme, stört dich das irgendwie? Also jetzt kann man, wie gesagt, man kann immer sagen, mein Gott, jeder macht halt, was er macht und wenn man jemanden zusammen sein will, dann muss man auch ein Stück weit akzeptieren. Nur meine Erfahrung ist, wenn so ganz komische Sachen scheinbar, also die eigentlich auf dem Date nichts zu suchen haben, erstmal so auf den ersten Dates, wenn die früh genannt werden, auch noch so, ja, sorry, ich will dir nur sagen, mein Leben ist eine absolute Mess, ich übertreibe jetzt mal hier. Wolltest dir nur schon mal sagen, nicht, dass es hinterher ist, hättest du nicht gesagt. Gibt für mich einen komischen Vibe, das muss ich auch ganz ehrlich sagen. So. Also erstes Problem, gut. Zweites Problem. Schon wieder lacht so. Okay, zweites Problem. Sie kritisierte meine Lederjacke als billig. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Meine Deckenleuchte als Kinderlampe und meinen Koffer als zu groß. Ich kann das nicht mehr, Leute. Ich kann das nicht mehr. Okay. Zudem, das ist jetzt echt was Neues, muss ich sagen, habe ich echt noch nie gelesen, muss ich echt sagen. Zudem machen meine Stühle in der Küche falsche Geräusche. Alter Falter, was stimmt? Ich meine jetzt bewusst nicht dich, Mailschreiber, ne?
Was stimmt mit den Menschen nicht? Also, wie kannst du auf ein Date gehen und sowas sagen? Ey, also, ich bin einfach, mir fällt dazu nichts mehr ein. Ich bin einfach fassungslos. Fassungslos und muss ganz ehrlich sagen, also wenn das auf Date 1 passiert oder Date 2, dann würde ich sogar sagen, sind 3 oder 4 Dates definitiv zu viel, weil das ist wirklich, wie gesagt, ich weiß, das ist ein Prozess, war es bei mir im Leben auch und kann mich aber auch noch an Situationen erinnern, wo einfach wirklich ekelhafte Sachen passiert sind, wo man einfach denkt, ey, wie kann sowas jemand das machen auf dem ersten oder zweiten Date? Und ich habe mich auch dahin arbeiten müssen, dann zu sagen, sorry, das ist jetzt sofort vorbei zwischen uns beiden, ne? Kann es gleich gehen. Dann ist natürlich Alarm, ne? Also wenn du dann sofort die Sache beendest, dann ist natürlich Riesenalarm, weil das darfst du ja auch nicht, ne? Du sollst ja gefälligst diese Ekelhaftigkeiten weiter anhören und dich weiter schlecht behandeln lassen, so, ne? Das sollst du natürlich, ne? Das soll natürlich dann nicht weggehen, sondern man soll sich weiter schlecht behandeln lassen. Jetzt sage ich nicht, dass sie das bewusst macht, aber das ist halt häufig ein Hinweis darauf, entweder Bindungsvermeidung, Bindungsangst, Wut auf Männer, unbewusste Wut auf Männer, überhaupt viel Wut, will man nicht daten, sage ich euch ganz ehrlich. So, hab ja gesagt, dass ich das Dating beenden wollte. Ja, du gefällst mir. Und ihr das auch so begründet. Das darf man natürlich nicht. Man darf sich zwar schlecht behandeln lassen, aber man darf es auf gar keinen Fall ansprechen. Also du kriegst nicht nur, das kenne ich auch so gut, du kriegst nicht nur Ärger darüber, dass du dich schlecht behandeln lässt. Du kriegst auch noch Ärger, nochmal extra Ärger, wenn du es ansprichst. Dann ist richtig Alarm. Oh, das ist so eine toxische Scheiße, sorry echt. So, was kommt denn dann jetzt? Was ist hier begründet? Daraufhin warf sie mir vor, dass, ne, könnt ihr mal wieder stoppen und überlegen, was jetzt kommt. Was? Dass ich zu sensibel sei, ja. Leute, das ist eine echte E-Mail. Also, sowas kann man sich nicht ausdenken. Das ist einfach so zu sensibel, zu eifersüchtig und nicht selbstbewusst. Ja, also das ist vermutlich meine Frau, die kein Millimeter in ihrer weiblichen Polarität ist, in der männlichen, wütenden Polarität datet, wütend ist auf Männer. Ja, und das, da möchtest du nicht der Spielball von sein, ne? Also, und ich muss aber schon sagen, das ist so, wie das hier steht, es ist wirklich emotional, wirklich übergriffig, manipulativ und es ist einfach, sagen wir mal, wie es ist, es ist einfach asozial, sorry, das ist, ich kann nichts anderes zu sagen, das ist meine Meinung, also nur meine ganz persönliche Meinung, aber so, jetzt kommt noch der nächste, was ich gerade gesagt habe, habe ich noch gar nicht gelesen, trotzdem wollte sie mich weiter treffen. Das ist ja jetzt, das Verrückte ist ja jetzt, dass du, also du warst ja gefragt nach Polarität, das ist ja polar zu sagen, ich finde, du warst noch viel zu nett, sehr wahrscheinlich viel zu nett, also zu sagen, sag mal, so, also eigentlich müsste man sagen, hast du so nur alle, was soll der Scheiß, aber klar, macht man natürlich nicht. Und zu sagen, sorry, wie du dich benimmst, ist einfach komplett daneben, machen Frauen übrigens auch bei jeder Gelegenheit, also dass sie Date schnell abbrechen, weil man kleine Fehler gemacht hat und darfst du als Mann auch, so, ne? Und ja, aber das dadurch, dass du jetzt gesagt hast, sorry, so jemand wie dich brauche ich nicht, bist du bei ihr natürlich im Wert gestiegen, so, ne? Weil das ist ja immer so, wenn dann jemand nicht haben will, dann, da ist er ja nicht needy, das ist männliche Polarität, weibliche irgendwo auch, ne? Nicht needy sein ist immer eine Polarität. Und ja, dann wirst du plötzlich wieder interessant, ne? Nur dieser, muss man ja wirklich mal sagen, verbale, ich will jetzt nicht sagen Missbrauch, aber das ist wirklich ekelhafte Art von verbaler Kommunikation, die wird natürlich weitergehen. Das kann ich da nicht den Brief und Siegel drauf geben. Das wird nicht aufhören. Von daher, alles richtig. Also bis hierhin, alles gut, aber jetzt die letzte Frage. Come on, Bro. Sind meine Standards und Dealbreaker zu hoch? Also, sorry, das ist, wenn du die Frau weitergedatet hättest, wirklich, dann ist es wirklich das Gleiche, als wenn man sich mit, weiß ich nicht, mit einem Zentner Zement überschüttet und oder sich einbetonieren lässt, irgendwie bei lebendigem Leibe oder verbundenen Augen über die Autobahn geht im Vollreiseverkehr oder weiß ich nicht,
fallen sich dann noch viel mehr Sachen ein. Also dann weiter zu daten, wenn du einfach nur in die Fresse kriegst, so, ne? Ich weiß, man könnte sich jetzt fragen, was ist das Problem? Ja, der Sex war vielleicht gut, wissen wir jetzt nicht. Manchmal ist das ja auch irgendwie auf so eine schräge Art Bettsportmäßig interessant, wenn Frauen so edgy sind. Aber ja, meiner Ansicht nach ist das typisches Beispiel für eine Frau, die aus einer männlichen Polarität datet, egal wie hot sie aussieht, egal wie feminin sie aussieht. Und so sieht das dann aus, ne? In diesem Sinne, wie seht ihr das? Wir sehen uns bald wieder. Ciao, ihr Lieben.